Was hat Dr. Westerwelle gesagt? Bei uns herrschen spätrömische, dekadente Zustände. Und viele sagen, Rom kenne ich nicht, hat mich nie interessiert. Ja? Es ist ganz einfach. 1000 Jahre, mindestens 1000 Jahre römischer Geschichte lassen Sie im Grunde in wenigen Sekunden abhandeln. Sie müssen einige zentrale Daten kennen. Das ist 753 oder wie es kurz heißt, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja? Da wurde Rom gegründet von zwei Wölfen auf der Suche nach Fastfood. Schon 600 Jahre später ein erster Höhepunkt. Wer ist das? Richtig. Julius Caesar, berühmter Satz von Caesar war, Sie haben es gewusst, lasst dicke Männer um mich sein. Dann wurde Caesar umgebracht, 23 Stiche im Kapitol, letzte Worte, wollte er gar nicht sagen, musste er sagen, weil Shakespeare schon geschrieben hatte, auch du, mein Sohn, Brutus. So, dann ging es weiter, 100 Jahre später, die nächste Schwuchtel, Caligula. Caligula hat die Aufmerksamkeit von Jesuitenschüler Heiner Geißler erregt, denn er sagte, Caligula hätte einen Esel zum Senator gemacht. Das ist nur bedingt richtig, genau genommen war es ein Pferd. Das Pferd hieß Incitatus, war das Lieblingspferd von Caligula. Und er wollte damit den Senatoren zeigen, was ihr drauf hat. Das hat im Grunde mein Lieblingspferd schon lange drauf. Dann, nächstes wichtige Datum, knappe 300 Jahre später, 375, Völker auf die Strümpf, richtig, Völkerwanderung. Das heißt, was ist heute noch vom alten Rom übrig geblieben? Im Grunde der Papst, Pontifex Maximus, das war damals auch die Funktion der Cäsaren, die auch Oberhaupt der Kirche waren, und der Kaiser hier, Kaiser Franz, benannt nach Franz von Österreich, vor dem er sich einmal beim Denkmal hat fotografieren lassen, und natürlich das Kapitol, wer erinnert sich nicht an den berühmten Satz von Theodor Heuss, Europa wurde auf drei Hügeln gegründet, Golgatha, Akropolis und Kapitol. Wobei man sagen muss, Akropolis ist kaputt, Golgatha ist gerade an Ostern sehr voll, traditionell. Ja? Und das wirkliche Kapitol steht nicht in Washington, sondern immer noch hier in Köln am Ring, wo die wichtigsten Momente der Geschichte geschrieben wurden. So einfach, meine Damen und Herren, ist römische Geschichte. Wenn Sie jetzt sagen, na, ich bin lieber einer, der sich gerne mit Olivenöl eincremt und auch überhaupt gerne auf den griechischen Inseln unterwegs. Katrin Bauerfeind weiß alles über den Nachbarstaat Griechenland. Danke, Harald. Ja, um das heutige Griechenland besser zu verstehen, da müssen wir weit, weit, weit zurück, nämlich bis in die Antike. Denn der Erfindungsreichtum der alten Griechen prägt bis heute unsere Kunst, aber natürlich auch unsere Kultur. Sie erfanden den Analverkehr. Den Aufstieg Griechenlands ermöglichte die damals vorherrschende Bescheidenheit. Nur in einer Tonne lebte der berühmte Philosoph Roro. Völliger Quatsch. Diogenes natürlich. Die alten Griechen haben aber auch ganz Europa militärisch gerettet. Ja, denn sie schlugen die Perser bei der Schlacht von Salamis. Glück gehabt. Danach war 2000 Jahre erstmal Schicht im Schacht. Kultureller Höhepunkt seit Homers Odyssee. Costa Cordalis rette das griechische Erbe, wird Dschungelkönig bei RTL. Den Beitritt zum Euro haben sich die Griechen natürlich nur erschlichen, denn sie versteckten sich im trojanischen Sparschwein. Und was soll ich sagen, drin ging's drunter und drüber. Das Problem ist, die Vetternwirtschaft lähmt den Staat. Griechenland leidet unter einer massiven Beamtenschwemme. Die EU setzt die Griechen natürlich jetzt unter Druck. Athen muss sparen. Und falls das nicht funktioniert, dann schicken wir neben ihm hier noch ein paar andere Altlasten rüber. Vorsicht. Wenn es bei den Griechen jetzt trotzdem nicht hinhaut, kann ja passieren, dann ein konstruktiver Vorschlag jetzt für die EU. Einfach Griechenland an die Türkei verkaufen. Da freuen sich alle. Und früher oder später haben sie sich ganz doll lieb. Vielen Dank. Katrin Bauerfeind.